CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt natürlich nie eine schlechte Zeit, um sich über innovative Unternehmen oder die Unterstützung innovativer Unternehmen zu unterhalten. Aber es gibt auch bessere Zeiten. Aber wir wollen das heute so nehmen, wie es kommt, und uns jetzt um diese Zeit noch mal intensiv damit auseinandersetzen, wie wir in Deutschland die Szene der innovativen Unternehmen noch besser unterstützen können. Die innovativen Unternehmen, die innovativen kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland sind eines der stärksten Rückgräte der deutschen Wirtschaft, meine Damen und Herren. Sie sorgen für technologischen Fortschritt in Deutschland, sie sichern hochqualifizierte Arbeitsplätze und sie gehören auch zu den sogenannten oder in Vielzahl zu den sogenannten Hidden Champions, das heißt also Weltmarktführern, die man aber vom Namen her gar nicht so genau kennt. Alles trotz CDU. Ja, lieber Kollege Hahn, du weißt ja sozusagen, dass trotz PDS in Sachsen wir hervorragende Fortschritte gemacht haben und gerade Sachsen ein Land der innovativen Unternehmen ist. Also insofern kann das nicht so stimmen. Aber meine Damen und Herren, trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, es gibt verschiedene Studien, die testieren dem innovativen Mittelstand in den letzten Jahren doch eine nachlassende Innovationskraft. Und wenn man den Studien glauben darf, dann stagniert die Zahl der forschenden Unternehmen in Deutschland seit einigen Jahren schon. Und die Ausgaben für Innovation, die Ausgaben für Forschung in den kleinen und mittleren Unternehmen gemessen am Umsatz hat sich in den letzten 15 Jahren nahezu halbiert. Die Zahl der Gründer wächst seit Jahren auch schon nicht mehr in Deutschland. Und damit ist natürlich auch der Nachwuchs für innovative Unternehmen oder für zukünftige innovative Unternehmen gefährdet. Und deswegen brauchen wir einen frischen Wind in der Szene der innovativen Unternehmen. Und genau darauf zielt unser Antrag. Und wir haben im Prinzip drei Punkte herausgegriffen, die uns in vielen Diskussionen mit innovativen Unternehmen, mit den Forschungsinstituten immer wieder genannt werden, die notwendig sind, um hier etwas Bewegung in die ganze Sache zu bringen. Das ist zum Ersten, dass die Finanzierung von Innovationen und von Start-ups erleichtert werden muss. Ein ständiges Thema, gar keine Frage. Viele Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und trotzdem muss man noch mal deutlich sagen, in den letzten Jahren der Großen Koalition und seitdem Bundeskanzlerin Angela Merkel im Amt ist, also seit 2005, haben sich die Ausgaben für Forschung und Technologie enorm erhöht, meine Damen und Herren. Und die Förderung von innovativem Mittelstand hat sich nahezu verdoppelt und beträgt es fast 1,6 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist schon ein ziemlich bedeutender Betrag. Und wir haben ja zwei Säulen. Zum einen das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand und auf der anderen Seite die Projektförderung über die industrielle Gemeinschaftsforschung. Und hier geht es darum, wir müssen in den nächsten Jahren die Finanzierung dieser Programme sichern. Und wir haben auch vor, innerhalb der Koalition in den nächsten Jahren in der mittelfristigen Finanzplanung schon ausgewiesen, die Ausgaben für diese Programme noch mal deutlich zu steigern. Das Zweite, und das halte ich auch für sehr wichtig aus meiner eigenen Erfahrung, auch aus Landespolitik in Sachsen, die Bildung von Forschungskooperationen muss weiter forciert werden. Und Kooperationen sind Kooperationen zwischen Unternehmen und Universitäten, zwischen Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von Unternehmen untereinander. Das ist, glaube ich, für die nächste Zukunft sehr wichtig, obwohl wir hier in den letzten Jahren eigentlich deutliche Fortschritte gemacht haben. Wir haben 15 Spitzencluster aus dem Spitzenclusterwettbewerb. Das ist schon sehr gut. Und wir haben immerhin über 400 Netzwerke, zum Beispiel aus dem BMBF-Programm Initiative Unternehmen Region. Dritter und letzter Punkt aus unserem Programm ist, die KMUs fit zu machen für die digitale Wirtschaft.
Und meine Damen und Herren, glaubt man hier den verschiedenen Stimmen aus der Wissenschaft und verschiedenen Studien, dann ist es ja angeblich so, dass der Mittelstand die Digitalisierung verschläft. Aus meiner Sicht ist das nicht so, aber trotzdem ist das kein Grund, hier immer wieder darauf hinzuweisen, dass wer heute in der Digitalisierung nicht die richtigen Schritte tut, wird es in der Zukunft schwer haben. Und deswegen gilt es für uns, das Thema digitale Wirtschaft voranzubringen, die KMUs hier weiter zu unterstützen. Und zum Beispiel die Plattform Industrie 4.0 ist hier schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich bitte Sie ganz herzlich um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt Thomas Lutze das Wort.